Der Frühling im Bonsaigarten fängt so langsam an. Seit 2 oder 3 Tagen stehen sie jetzt draußen. Ich muss hier mal sauber machen. Ich zeige dir das mal. Guck dir das mal an. Ja, die Vögel haben hier ganze Arbeit geleistet. Holla, die Waldfee. Das habe ich so noch nicht erlebt. Aber okay, es geht ja auch nicht um den Schied hier, ne? Sondern um die Bonsai. So, die Forsythie ist jetzt bald tatsächlich schon ausgeblüht. Die hat ja im Schuppen schon angefangen zu blühen. Rechtzeitig, eigentlich rechtzeitig, vorzeitig. Aber okay. Ist nicht so schlimm. Irgendwann sind die Blüten immer auch vorbei. So, unser Apfelbaum hier, die Knospen, die schwellen schon an. Die Hortensie hier, die Hydrangea paniculata, befindet sich schon im Austrieb. Auch die Lonizera ist im Schuppen kräftig gewachsen. Hat auch schon Blütenansätze tatsächlich hier. Ich denke mal, das können wir dann dieses Jahr auch mal mitnehmen. Wenn ich es nicht verpasse, sie nochmal reinzustellen, wenn es wirklich nochmal kalt werden sollte. Mal gucken, wie es dieses Jahr so klappt. Ne? Insgesamt haben wir das aber schon mal ganz gut hinbekommen. Auch der Weißdorn hier ist wunderschön im Wachstum wieder. Er hat ja letztes Jahr im Winter sehr stark gelitten. Und dieses Jahr haben wir es hinbekommen, denn er stand ja drin. Auch hier den Trieb, den haben wir mal rauswachsen lassen letztes Jahr, weil der Trieb hier vorne abgestorben war tatsächlich. Ne? Der ist also dahin gegangen. Von daher haben wir den als Opferast wachsen. Aber die sind auch schon heftig rausgewachsen. Holla, die Waldfee. Ja, okay. Dann unser Ahorn. Ja, nach wie vor wunderbar. Auch der hat im Winter diese überall Shit drauf. Alter, ist aber auch du. Ich sage dir, ja, wird jetzt Zeit, dass es wieder regnet. Dann hat sich das erledigt. Ja, auch hier überall. Ne, das ist auf der Scheibe. Und hier, also das habe ich so noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, was die Vögel hier im Winter gemacht haben. Holla, die Waldfee. Ja, okay. Also, es ist, was es ist. Der wilde Wein befindet sich im Austrieb. Das sieht immer richtig hübsch aus, wenn die Knospen anschwillen und rot herausgucken. Tolle Sache. Also das hat sich wirklich dieses Jahr gelohnt, sie mal, ja, indoor, in dem Sinne im kalten Schuppen zu überwintern. Auch hier bei unserem Juniperus, den wir letztes Jahr gemeinsam vorbereitet haben. Sieht knackig und gesund aus. Sie stehen, wie gesagt, jetzt 2, 3 Tage draußen. So, die Forsythie macht sich auch gut hier. Ist auch wunderschön am Blühen noch. Ja, raus bin ich jetzt eigentlich, weil ich gleich gießen wollte. Das mache ich dann jetzt auch gleich mal. Hier unser Elefant. Interessant ist gleich auch nochmal die Kastanie. So, und hier, guck mal, die Fichte, die sich damals selber ausgesät hat, die hatten wir auch schon mal zurückgenommen. Ne? Darf hier tatsächlich wachsen, da mache ich jetzt momentan noch nichts dran. Wenn irgendwas zu machen ist, dann nehme ich euch natürlich mit auf die Reise, ganz klarer Fall. Aber schön, dass das hier dann auch blüht, also die Forsythie. So, dann kommen wir nämlich jetzt tatsächlich zu den Kastanien. Die hat jetzt im Schuppen überwintert. Hat dort auch schon ausgetrieben langsam und schiebt gute Knospen. Und das ist das Schätzchen, was draußen stand. Das ist unser Experiment hier. Boah, mir ist gerade kalt, ich bin voll am Zittern. Ja, draußen, ne? Also den ganzen Winter stand sie draußen, also nicht im Schuppen. Und tatsächlich hat sie es gepackt, ne? Auch hier die Knospen sind schon am Anschwillen. Sollte man nicht glauben, ne? Dass das möglich ist. Aber ist tatsächlich so. Boah, ich muss mal just in die Sonne. Moment, Mist. Boah, aber richtig kalt gerade. Oh, es ist doch noch mächtig kühl, soll man nicht glauben. Im Schatten ist das so, ne? So, die Forsythie, die wir gemeinsam neu gestartet haben hier. Ja, die Knospen sehen gut aus, schwellen an. Oh, das scheint tatsächlich geklappt zu haben. Aber hier müssen wir jetzt aufpassen, dass er also kein Frost abkriegt. Ne? Das ist schon ganz wichtig. So, dann haben wir hier alle durch, glaube ich. Dann gucken wir mal kurz hier unten. Das ist nämlich ein ganz tolles Projekt hier. Der Feldahorn. Ja, treibt auch wunderbar kräftig aus. Aus dem Wurzelbereich sogar überall. Es ist einfach zu kalt, Mensch, glaubst du wohl. Holla, die Waldfee. Aber okay. So, dann die Weigelie, die wir dann spät im Sommer, fast zum Herbst hin, kannst du sagen, nochmal zurückgenommen hatten. Treibt wunderbar aus. Auch das hat der nichts ausgemacht. Das ist natürlich total genial. Da werden wir wohl auch ganz bald dran gehen müssen, dann wieder auszusortieren. Die Mammutbäumchen, denen geht es auch gut dieses Jahr. Letztes Jahr wurden sie ja braun nach dem Winter. Aber dieses Jahr hat das funktioniert. Also das ist jetzt auf jeden Fall für mich klar. Die Bäume werden definitiv im Schuppen überwintern. Weil das ist einfach besser. So, mal gucken, ob wir hier noch was mitkriegen. Hier der Apfelbaum treibt auch wieder aus. Hat er letztes Jahr so ein bisschen rumgezickt im Spätsommer, muss ich sagen. Aber okay, er kommt dann tatsächlich jetzt auch wieder. So, das war jetzt soweit hier alles wichtig. Pass mal auf, hier haben wir noch die Forsythie, hier unser Kicherzwergenpalast. Boah, von der Rinde ist nicht mehr viel zu sehen. Ne? Die ist drumherum komplett weggemampft, weggefault in dem Sinne. Ne? Aber der Pflanze selber macht das überhaupt nichts aus. Hat sich genial entwickelt, muss ich sagen. So, dann unser
Ja, Altvater kannst du bald sagen, hier unser Buchsbaum. Ja, der hatte ja damals Zünsler gehabt, dann hatten wir ihn ja getaucht in eine Regentonne und tatsächlich hatte das geholfen. Fängt jetzt auch bald an zu blühen. Mal gucken, ob er dieses Jahr wieder kräftiger wächst. Der muss auf jeden Fall ordentlich Wasser haben, den kann ich jetzt auch sofort schon mal angießen. Der kriegt gleich nochmal extra was, denn hier ist viel Laub dran, klar, ne? Und dementsprechend verbrauchen die natürlich auch Wasser. Also da müssen wir jetzt aufpassen, der wird auch wieder einen Untersetzer kriegen, großen. Ich werde gleich nochmal was hinterher gießen, auf jeden Fall. So, dass ich das mal kurz gemacht habe. Ja, die Lärche, toll, richtig schön am Austreiben. Mal gucken, wo die Reise mit den Bäumchen hingeht, ne? Ja, das ist der Ansatz hier. Und das hat man rauswachsen lassen letztes Jahr, hier, um da gegebenenfalls eine andere Entscheidung zu treffen, ob wir den nur behalten hier oder wie gesagt dann in diese Richtung was machen. Da bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig. Aber das machen wir dann, wenn es denn soweit ist. Weil jetzt, wie gesagt, hier in der Kälte was boah, zu erzählen, ist gar nicht so einfach. So, die Azalee, mal gucken, ob es dann dieses Jahr ein bisschen besser wiederkommt. Hatte auch die letzten Winter arg gelitten gehabt tatsächlich. So, okay, ich glaube, das war dann soweit alles erstmal hier, was wichtig ist. Die Linden lassen sich noch ein bisschen Zeit im Moment. Hier ist die eine. Boah, ich denke mal, da wird noch ein paar Tage dauern, bis da losgeht. Aber so unterschiedlich ist das, ne? Von Pflanze zu Pflanze oder von Baum zu Baum. So, und dann schwenken wir mal kurz hier rüber. Hier steht nämlich jetzt die Hainbuche. Ne, wo wir nicht so genau wissen, wo der Weg hingeht. Aber insgesamt hat sich das Ding gut entwickelt, muss ich sagen. Und auch das hat im Winter gut überstanden im Schuppen. Boah, holla die Waldfee. Das ist so, ach so, das Schätzchen steht auch noch hier. Ach, da waren die Vögel schon drin. Ich habe es mir schon gedacht, ey. Ach, unser Moor, das wird jetzt gerade mal zerpflückt hier. Das ist aber nicht nett von euch, du. Na egal, komm. It's just for fun. So, Bottle in a Bottle, das Projekt. Nach wie vor total klasse. Der steht schon im Untersetzer hier. Das ist auch ein Schätzchen, was viel Wasser verbraucht. Da muss ich schon aufpassen. Aber auch aufpassen, dass er nicht im Wasser steht. Ne? Das ist okay. Ne? So kann das ruhig sein. Wenn da mal ein bisschen Wasser regnet, dann bleibt ein bisschen stehen. Das ist okay. Aber er sollte nicht ständig im Wasser stehen. Das ist schon ganz wichtig. Aber hier müssen wir ganz bald auf jeden Fall dran gehen und da was zurücknehmen. Sorry für mein Gestotter jetzt. Aber das ist aber auch kalt. Ich sage es dir, du. Holla die Waldfee.